Boah, ey, was ein Akt, ey. Jetzt so in den letzten Sekunden. Bleh, fällt mir schon fast mein Equipment hier runter. Jupp. Die gute Schutzbrille. Jetzt hat es eine Macke drin. Oh Gott. Verliere ich gleich ein Auge. Hoffentlich nicht. Ja, wie gesagt, hello und herzlich willkommen zu einem alljährlichen Special. Ich gucke mir normalerweise immer wieder gerne die Pressekonferenzen aus. Ja, 10 Jahren Vergangenheit, könnte man eigentlich fast sagen. Und das hat letztes Jahr so gut funktioniert mit ich reise zurück, mache ich nochmal. Ich hab mich ein bisschen verbessert, natürlich hier. Das darf nicht fehlen. Ich merke auch gerade, ich habe das falsche Shirt an. Ist egal. Das Ding ist normalerweise gelb. Und nicht grün. Naja. In der Zwischenzeit pumpe ich auf. Also ihr habt auch in der Zeit euer Nackenkissen zu holen, weil das wird gleich ein geiler Ritt. Übrigens, das Ding hat einmal Japan überlebt. Es ist herrlich gewesen. Ne? Und sonst, ja, 2010. Wer erinnert sich nicht? Damals war die Welt noch in Ordnung. Nicht so wie dieses Jahr. Es gab eine E3. Es wurde vieles gezeigt. Viele werden wahrscheinlich jetzt auch nachdenken, so, bei 2010, was war denn da der geile Scheiß? Wie war das schon, ging dann schon Richtung Ende? Ich weiß gar nicht, Sony hat sehr, sehr extrem auf diesen 3D-Zug aufgesprungen und Microsoft hat Project Natal einen Namen gegeben, namens Kinect. Da kommen dann die ganzen Memes ja mit, oh, ich weiß gar nicht, wie die hießen, die Katze nochmal. Tingles? Swingles? Tingle. Moin, I am Tingle. Ne, und deswegen erstmal hallo an den Chat, hallo Nico, hallo Mathe, hallo Otfat. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem besonderen Event. Ich mache das, wie gesagt, jedes Jahr. Ich habe da auch Riesenspaß dran. Ich würde es auch noch die Jahre danach machen. Weil Zeitreisen finde ich super. Spiele mit Zeitreisen finde ich noch besser. Na, guck mal, jetzt wird das Ding noch irgendwie mal richtig voll hier. So. Klappe zu. Zack. Ja, läuft. Alter Mann. Erzählt vom Krieg. Ach, so schlimm ist das auch wieder nicht. So, erst 10 Jahre her. So, das ist ganz wichtig. Ah, schön für den Nacken. Das ist ganz wichtig. So. Und letztes Jahr hatte ich noch eine extra spezielle Fernbedienung für diesen ganzen Quatsch. Dieses Jahr. Ich habe meinen 3DS gemoddet. Ja, den guten alten Capture 3DS. Der funktioniert jetzt mit einem Fluxkondensator, das heißt, der braucht keinen Akku mehr, was ich sehr gut finde, weil der Akku ist nämlich kaputt. Ich habe hier eine spezielle Karte, eine 3DS-Karte. Da ist die Zeitreise-Algorithmus drauf, inklusive ja, Differenzen. Ich hoffe, ich verwandle mich nicht in einen Fisch. Und ja, ne? Achso, ich muss noch einstecken. Ich sehe gerade, hat noch keinen Saft. Saft! So. Schön noch. Oldschool mit USB-C. Das Kabel bleibt übrigens da. Kabel müsste ich auch mal putzen. So, einschalten. Auch ein bisschen zum Aufwand. Ne? Und sonst. Also, nö, ich erzähle vom Krieg. Das könnte gut sein, Old Ford. Das könnte gut sein. Wobei, nö. Kommt drauf an, welcher Krieg. Ne? Ich nehme mir noch einen Sipp Kaffee, weil danach gibt es keinen Kaffee mehr. Ich nehme auch nur Glasflaschen mit in die Vergangenheit. Wenn ich wiederkomme, ist vielleicht der Kaffee noch lauwarm. Na gut, ich aktiviere, ne, und gebe ein, die Konferenz war am 15.06.2010. Und ich meine, es hat gestartet 15 Uhr. Ah, ich nehme mal 14, 9, 14, ne, 59 ist ein bisschen knapp, 58. 58. So. Haltet euch fest, das wird ein Riesenritt. Bereit? Ist das dein Zeitreisekissen? Ja. Ich werde so stark beschleunigt, ich habe keinen Bock, dass ich mir einen Genickbruch hole. Und dann seht ihr mich nur noch so hängend. Muss nicht sein. Na gut. Ich bin ein bisschen nervös. Okay. Start. Alter Schwede. Dieser Afro, der verfolgt mich. Ich glaube, ich habe ihn auch dieses Jahr gekauft. Ja, wir sind angekommen und ja, mein 3DS. Okay, der tut's nicht mehr. Ich hab hier bestimmt noch irgendwo was anderes. Oh Gott, erstmal ausziehen hier.
Viel besser. Wohin? Ich will den 2010, also von daher kann ich ihn hier liegen lassen. Ja, willkommen im Jahre 2010. Das ist quasi meine alte Hütte. Cool, ne? Ja, mit der Uhr hier im Hintergrund. Die Uhrzeit hat jahrelang nicht gestimmt. Ich war immer zu faul, die Batterie zu wechseln. Aber das war halt Studentenzeit, Alter. Ich weiß auch, an dem Tag bin ich gar nicht in der Hütte. Ich bin bei Madin. Wir nehmen was auf. Ich weiß nur leider nicht mehr was. Ich glaube, es war ein Battle Royale. Ich glaube, das war Dynasty Warrior oder so. Das war damals die Zeit gewesen. Wollen wir mal ein bisschen umsetzen, so. Deswegen bin ich nicht im Haus, aber ich merke, die Zeitreise hat mir ein bisschen mehr wehgetan, als ich dachte. Der ist jetzt komplett weiß. Ich hatte einen Afro. Ach du Scheiße. Und Battle Royale? Ja, Battle Royale, das war damals noch der geile Scheiß. Aber der andere geile Scheiß, deswegen versuche ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, das klappt jetzt. Wahrscheinlich habe ich es nicht eingestellt. Gucken wir mal. Also, komischerweise habe ich hier alles aufgebaut. Zeitreise macht es möglich. Nehme ich nachher alles wieder mit. Na gut. Die Pressekonferenz 2010. Mit einem wunderschönen, noch modernen Countdown. Und ja, ich wünsche uns viel Spaß beim Zugucken in der Vergangenheit. In meiner alten Hütte, geil. Ja. Um nochmal zu erklären, ich liebe. Ja, okay, lassen wir erstmal Reggie reden. To all of you here in the Nokia Theater and to all of you watching online. For gamers, this is the best week of the year. You can just feel the buzz in the air. And as usual, that buzz begins with technology. After all, E3 is the land of touch screens and big screens, HD and 3D, button control, motion control, and no controller at all. Ja, The headlines Kinect. just seem to spin on technology. But this morning, let me adjust that perspective just a little bit. Nee, Because der Reggie wird technology nicht älter. Das is ist der only a Wahnsinn. tool. Du guckst ihn dir an und denkst And a dir, product. The Meilenstein. thing that does matter is the experience. And the best experiences Wobei always man come erkennt es, dass er from hier noch technology. sehr jung war. Are perfectly matched. Wenn man sich Here den at heute anguckt, dann ist E3, er with thousands of stämmiger people geworden. battling Aber to immer noch see and gut. try everything at once, So das, worüber sich Frauen immer experience aufregen. Männer werden halt mit dem Alter is the besser. only Es real ging way zum Weinen, sense of it all. wo ich überhaupt keinen Wein kenne. And this Weinkenner bin year, auch. we intend to show you how Nintendo once again is raising the bar in terms of game experience. Let's begin Doch, es with sind leider details 10 of the Jahre. experience you've been waiting for. Na? Jetzt gucken wir einfach mal, wie. Wie war damals der geile. Ne, war das noch der geile. Ne, ich glaube, das war dann so langsam die Zeit, wo es langsam so. Sehr geil. Immer noch Gänsehaut. Oh, da gab es wohl ein Problem in der Zeit. Hoffentlich nicht. Skyward Sword. Oh! And welcome to Miyamoto. Nintendo's E3 presentation. Today, I will introduce the newest version of Zelda, made exclusively for Wii, The Legend of Zelda Skyward Sword. I think this game will be remembered as a key turning point in Zelda's long history. At E3 2004, I stood on stage holding this sword and this shield. Boah, die Effekte. Adventures in Hyrule would not be possible without this sword and shield, and the items used to solve puzzles and the map system used to confirm your location. Was sehe ich jetzt erst? Irgendwas ist mit dem Schwert los. Ich glaube, die hatten das gleiche Problem wie ich mit dem Shirt. For many years, I've been asking if there wasn't a way to create a Legend of Zelda game that would give you the freedom to use your sword and shield and items freely and naturally. The answer I've come to this time is this. The Wii Remote and Wii Motion Plus.
Oh Gott. When we were making Swordplay for Wii Sports Resort, I spoke with our team and I said, this is it. Let's make damals noch mit dem Motion Plus. Mit dem kleinen Ding dahinter. Oh Gott, ich hab's ja auch gehabt. You use the nunchuck to move Link. This time, you will use it to raise your shield. And Wii Motion Plus isn't used only for sword control, it also makes using items very natural. On the bottom here is the B button. You just press this button to choose your item. But you know, it's kind of hard to understand without seeing the game screen, isn't it? Auf jeden Fall. Oh, I know. Hey, Bill, are you on stage? Yeah, right here. Can you help me out here? So why don't you just explain the rest? I'll do my best. Bill, damals ein kleiner Mann und dann irgendwie vor ein paar Jahren Treehouse Vorsitzender. Auch da noch sehr jung. The Wii Remote. You see, with Wii Motion Plus, the Wii Remote becomes my sword, right? And I've got my nunchuck, and that's going to be my shield. Oops, there we go. Oh, so I can swing kind of at any angle here. Oh, what? This is strange. Ow, what's going on? Bill, Bill, that's not right. What? You've got to hold the shield more like a shield. Wait. And the sword like this. Ow! Keine reine Videokonferenz. Nee, das war geskriptet. Das war geskriptet damals. Aber cool. Cool geskriptet, dass da Miyamoto einfach aus der Wand kommt. I think I'd explain it myself. I think that might be a good idea. Bill, you just take care of English. Okay. Okay? That I can do. So, じゃあ日本語でやります。これね、具体的に説明するともそんなに難しくはない。I'll explain it in detail, but it's really not that difficult. Okay, ich habe den ersten Satz verstanden, danach war Feierabend. Just imagine that you're holding a sword and a shield yourself. で、使うのはこのリモートの AB ボタン。And all the buttons that you're going to use are going to be the A and B button on the Wii Remote and the C and Z buttons on the nunchuck. Nehmen wir mal einen Zip. Other than that, all the actions are going to be done durchsichtigen Glasflaschen. So what's important for a Zelda game is of course the sword. Muss ich nachher wieder mitnehmen und schöpft der Vergangenheits-Bifi-Verdacht. Wollen wir ja nicht. Ja Mensch, ey, Skyward Sword, ey, das war... Habe ich nur ein einziges Mal gespielt und habe da, glaube ich, auch noch nicht mal diese 100% gemacht. Mir fehlte damals das Hylia-Schild. And you can see the sword following my movements one to one. You can swing top to bottom, up and down. Let's take a look at these mushrooms here. Ja, und leider eine Präsentation, wo es nicht ganz geklappt hat. It's very simple. Okay, here we see the Dekubaba's popped up here. Now you have to pay attention because the only way to defeat it is to cut it in the same direction that its mouth is open. Na, im Endeffekt war, meine Vermutung ist, dass die V-Mode mit Motion Plus nicht richtig eingestellt war. Maybe Bill's a little bit better at this than I am. Na, guck mal, da hat's geklappt. Okay, so here, I have to cut vertically. Ah, war, also ist immer noch ein geiler Titel. Also, ich habe ihn eigentlich noch recht positiv in Erinnerung. Positiver als Twilight Princess. Now, when you hold your sword straight up towards the sky, you can see it charge up with the power from the heavens. Oh ja. And then you can let loose sword beams. Und das braucht man im Spiel so oft. Aber 2010 kam der Titel noch nicht raus. Ich meine erst im 2011. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Ich habe kein Handy hier. Ich habe mein Handy jetzt bewusst nicht mitgenommen. Wer weiß, was alles passiert, wenn ich mein Handy mitnehme. Achso, die Tür, ne. Oh Mann. There we go. こんな感じで壇上に入ります。Kind of silly, but fun. Okay, now wahrscheinlich nicht. Bin ja auch schon ziemlich schlapp. Okay, this time I'm going to use the shield.
Wobei schon, wenn es der 3DS überlebt, dann überlebt es auch ein Handy. Wobei, naja. Naja. Na komm schon. Yes. Wie gesagt, man weiß es nicht, ob Miyamoto sich da einfach nur ein bisschen dusselig anstellt oder ob es extra ist. Also ich glaube, es ist einfach die Tatsache, es ist auf der Bühne, die Kameras sind an, es hat in der Probe alles funktioniert und hier klappt jetzt gerade mal gar nichts. Now, if you look at the vocal blends, you'll notice that they're protecting themselves with their swords. They're trying to block my attacks. So I have to swing my sword in a way that gets around their blades. Oh. Ich bin gerade überlegen, ob im finalen Design die, ich weiß gar nicht, die Goblins geändert worden sind. Ich hätte mich da ein bisschen besser informieren sollen. Damn it. Ja, aber das sollte quasi der einer der letzten Titel sein für die Wii. Wobei, Wii U kam 13. Ich bin gerade am überlegen, was kam denn da noch für die Wii? When you're not in battle, you can run. You hold the A button down to run around and shake the nunchuck to run. Weiß grad nicht. And then you can also run up. Wir hatten ja dann zu der Zeit gab es schon solche Sachen wie Speak. Das war wurde ja dann letztes Jahr angekündigt mit Animal Crossing. Ende 2022 kam die U. Ja, minus 10 Jahre. Kein Ding. Jetzt sehen wir noch einige Items. Ich glaube, die Bombe, weil man die Bombe nämlich auch richtig schön so bowlingmäßig abgehen konnte. Das war auch cool. Boah, ich vermisse meinen Kaffee. Bin ich eigentlich losgerast? Scheiße. Ich komme wahrscheinlich wieder zurück. Der Kaffee ist kalt. Now what's nice is that this time in Skyward Sword you don't have to point at the screen to aim. You just move the Wii Remote in front of you, like you're moving a real slingshot, and that moves the cursor to aim. And you tap the A button to shoot. Ja gut, das ist halt. Das ist ja noch okay. Ich glaube, beim Bogen wurde es interessant, dass man dann dementsprechend lang gezogen hat. These are some fast spiders. Immer noch besser als Giant Enemy Crap. So next we'll, was haben wir noch? Achso, jetzt kommt erst die Bombe. Och Mann. So, ja gut, das ist klar. Bombe halt. Aber auch ein wunderschönes. Oh. Let's try this again. Ja gut. So. Raise the Wii Remote to throw it. Push. Wirf endlich. There we go. Hi. That one's. And then you can also drop your hand and roll a bomb. Die Geräusche, die Miyamoto macht, sind so süß. And if you're good, you can put a spin on it too. Aber das war das mit dem Bombenrollen, ich glaube, das gab es dann in keinen weiteren Zelda-Teil mehr. Franke, hello, guten Abend. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind, und willkommen in der Vergangenheit. Ja, klar, nein. Ich sag mal so, nachdem Miyamoto, glaube ich, die Bühne verlassen hat, hat er auch gedacht, oh Scheibenkleister, ich konnte nicht delivern. Ich meine, auch Skyward Sword ist einer der Titel, die halt
glaube ich, nicht so gut ankam. Wobei es halt, es ist, ich finde es ein gutes, schönes Zelda. Könnte man eigentlich auch mal live, könnte man eigentlich auch mal live teilen. So with the bow, what you do is you press the B button, you choose your item, and then you pull down the C button on the nunchuck. Dann schön versuchen, das Hylia-Schild zu kriegen. Überlege ich mir mal. Ist ja dann auch schon quasi 10 Jahre her, dass ich den Titel gespielt habe. So you face forward, you hold it back, pull back on the C button on the, and on the nunchuck. Na, aber man sieht, es funktioniert. Das Ding ist nicht kalibriert. Und ich weiß nicht mehr, wie die Kalibrierung von bei Skyward Swords war. Das ist auch so eine gute Idee gewesen mit dem Käfer. Na, klar, mit Timer hinten dran. Das ist so eine gute Idee gewesen, dass das Viech sich einfach mal alles packen kann. So eine Bombe oder irgendwas anderes. Ich meine auch, das Ding hat man relativ früh im Spiel bekommen. Na? Aber... Ne, er versucht es nochmal. Na, und Schuss. Kriegt er die Bombe? Kriegt er die Bombe? Nein. So we'll give up on the beetle and change over to the whip. Okay, dann zeigt jetzt doch erstmal die Peitsche. As we mentioned earlier, there is a whip in the game. Ja, und dann im Endeffekt wurden jetzt vier Dinger gezeigt und im Endeffekt die Peitsche, ich glaube danach gab es die Peitsche halt auch in keinem weiteren Zelda-Teil mehr oder gab es die noch eventuell in einem der 3DS-Spiele. Gerade überlegen, Majora's Mask hatte keinen, Ocarina of Time hatte keinen, Link Between Worlds. Ein Enterhaken, aber keine Peitsche. Das war schon cool. Geil. Top. So with the new Wii Motion Plus, it's very easy to switch quickly between items. Now here we also have these bat-like creatures, the keys. They're kind of pretty pesky. Also ich kann mir, glaube ich, eher vorstellen, dass man Skyward Sword auf einer Switch sehen könnte, als Metroid Prime. Sag mal, ja gut, okay, das Problem ist halt, man will es halt ja auch auf dem Handheld spielen, das geht ja halt dann nicht. Das wäre dann quasi ein Handheld-Noli-Spiel. Geht gar nicht. Naja. Und ich meine, ich habe es auch im Jahre 2010 auf der Gamescom. Doch, müsste ich eigentlich sogar gespielt haben. War cool. Und es hat funktioniert. Deswegen ist es einfach nur ein bisschen ärgerlich für Miyamoto. Es ist einfach nicht kalibriert gewesen. So ärgerlich. So you can all look forward to playing The Legend of Zelda Skyward Sword next year. Thank you very much. Nächstes Jahr. Na, zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Story. Nur das Logo, mehr nicht. Fand ich trotzdem gut. Oh. Ich hatte schon wieder Störungen in der Zeit. Hammer. Konnte man wirklich, man konnte die Herzen durchbohren. War dann doch ziemlich witzig. Weil es auch jeder ausprobiert hat. Und das waren, glaube ich, die ersten Teile. Es gab dann, glaube ich, noch einen Windkrug, meine ich. Aber an mehr Items kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. War schon cool. Doch, doch, die Brezi
War doch, ja, bis auf die Tatsache, dass halt nichts funktioniert hat, aber mein, was will man machen? Skyward Sword with Wii Motion Plus is just the top line of our E3 story today. There's a lot more to come. Our goal is to provide new experiences for everyone. For the moment, let's deal with what Mr. Miyamoto has said is the highest goal of game design. Entertainment that can cross culture and age and gender. Today, we want to first introduce you to titles that are squarely based on this goal of universal appeal. Let's start with the wide world of sports, where developers can choose between ultra realism or over-the-top arcade fun. In the first case, ja, was konnte die Wii am besten? The moves are real, the characters look real, and there are real-life stars on the packaging. We all know the names. Great franchises like Madden NFL and Pro Evolution Soccer and MLB 2K. Ja. On the other hand, some prefer the arcade style that began with NBA Jam. Ich bin gerade überlegen, das wurde dann 2010, glaube ich, nicht bei EA präsentiert mit NBA Jam. Ich weiß es aber nicht mehr. Aber ja, es war für eine kurze Zeit erstmal, der muss ja EA gewesen sein. Es war exklusiv für die Wii, bis es dann irgendwann eine Sonderedition gab für Xbox Live Arcade und Co. Das war dann irgendwie ein Jahr später, ein halbes Jahr später. Seitdem will EA keine Spiele für die Switch rausbringen. Ach, heiliger, stimmt. Das war, kam ja auch noch. Oh, es hätte ein Mario Smash Football sein können. Kann ich mit Martin auch nochmal ausgraben. Eishockey eher, ja. Wobei hier Dodgeball, geil. Na und ich meine, dass, also das ist ja Mario Sports Mix. Sieht man ja im ersten Go, wenn man aus der Zukunft kommt. Ja genau, es sind mehrere Sportarten. Es ist Basketball dabei gewesen, Hockey, Völkerball und Volleyball. Und das ist noch nicht mal das finale Logo. Und ich meine, das ist entwickelt worden von den Leuten, die für den DS-Teil das Basketballspiel gemacht haben, das Mario Basketball Gedöns. Aber das DS? Muss DS gewesen sein. Kam nicht für den 3DS raus. Let me give you a few examples. Last year, you heard people predict that Wii momentum was starting to wane. Then, guess what? Last December in America, we set the all-time record for sales of any video game system of any kind in a single month. Others claim that all those casual Wii owners don't buy games. But somehow, more games have sold for Wii in the 43 months since launch than any other platform ever over the same launch period. Yeah. Then, there's a recent NPD study showing that Wii owners actually play their systems more often than other owners. Das stimmt. GameCube und Wii-Titel waren und Wii waren schon richtig geile Konsolen. Die Wii hängt mir da sogar ein kleines bisschen mehr am Herzen als der GameCube. Bei der GameCube war schon geil. Ja. Underlying all those false assumptions about Wii is a mistaken belief that many new Wii owners just play Wii Sports or Wii Fit for a while and then lose interest. But that simply isn't the case.
The reason is the popularity of intermediate or bridge games that usher new players toward the world of gaming. Ja, das hat die Wii einfach gut geschafft. Hat die Leute direkt mitgenommen. Mario Kart has sold more than 22 million copies. Das ist der Hammer. And New Super Mario Brothers Wii more than 14 million copies around the world. And now we'd like to show you our next players along their gaming journey. DGGT, danke fürs Folgen. With the more than 177 million Mii characters created around the world. And every one of them is invited to play. Let me introduce you to Wii Party. Wii Party. An all new party game for Wii. Da haben die meisten schon gesagt so, oh Mann, schon jetzt geht's schon los, wir machen kein Mario Party mehr, wir machen jetzt Wii Party, weil Wii sich einfach besser verkauft als Mario Party. With 13 different party game modes. Übrigens einer der wenigen Wii-Titel, die ich nicht besitze. Balance Boat. War übrigens irgendwann mal eine Tech-Demo, glaube ich, gewesen. Also einige Spiele, die in Wii Party drin sind, waren mal Tech-Demos für irgendwas anderes. Das macht Nintendo übrigens auch sehr oft. Okay. Da versagt jetzt der Sound. Nee. Hat Zeitinterferenzen. Jetzt hört sich das alles ein bisschen blechernd an, es tut mir leid. Social interaction and that phenomenon has worked for third parties as well. Last year, that was proved by the breakthrough dance hit Just Dance. Yo. Und das wird heute noch für die Wii verkauft. Gott. Das darf nicht wahr sein. Oh. Ich vermute mal, ich bin gerade überlegen. Doch, es müsste hier Lizenzmusik drin sein. Deswegen, ja, ich könnte jetzt auf meiner Ocarina spielen, Blödsinn, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine. Die kam bei mir erst 2012. Oh, okay, jetzt hört man Musik. Jetzt wieder nicht. Ja, aber Just Dance. Was soll man dazu noch sagen? Es verkauft. Es zieht halt die Leute immer noch an. Die Leute finden es halt immer noch super. Und es verkauft sich immer noch auf der Wii. Genau, es ist halt Just Dance. Und hier haben wir den zweiten Teil. Den zweiten. Vor 10 Jahren ging der ganze Kram hier los. Und das ist nur der zweite Teil. Es ist Hammer. Und dann noch exklusiv für Wii. Das war halt damals so, weil 360 und PS3, da ging es halt noch nicht, weil da hatte man noch nichts mit Motion Control. Die haben ja am Anfang darüber gelacht, so, ach, die Wii verkauft sich drin mit Motion Control, ist doch Blödsinn. Die Leute wollen Controller haben. Und dann, ups. Yay, guten Abend, Golden Sun. It's now subtitled Dark Dawn. Ich war gerade überlegen, zeigen die Bilder? So let's fix that right now. Das ist so traurig. Der Titel wurde vor 10 Jahren angekündigt, vor 9 Jahren kam der raus, seitdem nichts mehr. Aber ich bin auch gerade überlegen, die Entwickler sind auch nicht mehr da, meine ich. Also nicht mehr in ihrer Ursprungsform. Aber ich weiß auch leider nicht, wie dieser Titel war. Ich habe ihn im Schrank. In der Zukunft. Ups. Hoppla. Die Zeitverbindung ist heute nicht gerade freundlich mit mir. Zumindest wenn es um diesen Stream geht. Sollte ich mal vielleicht da irgendwann mal die Kabel hier prüfen.
Raum. Bleib da. Die Bingo-Leitung gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Bleib erhalten. Finger cross. Er hat mit Donnerstag über den Film im Kino gelacht. Welchen Film? Na, ich glaube, im Deutschen hieß es Die dunkle Dämmerung, meine ich. Ich glaube, das habe ich dann vor 10 Jahren auch gemacht. And while Golden Sun brings back a lot of golden memories for its legions of fans, to millions of other gamers, golden has an entirely different meaning. Who here would say that it's one of the greatest shooters of all time? Everybody. Set the standards for all video games in the future. It was the first game that I could play multiplayer for 4 hours straight. For me, it was the original. I mean, like, if you hooked it up now, I'd be down to play. Let's say that after 13 years of gaming innovation, a new GoldenEye game is coming up. Oh my god! Ja, heute ist man irgendwie übersättigt davon. Man muss auch überlegen, GoldenEye, die Lizenz videospieltechnisch wurde so... Ah, ist halt nicht dasselbe. Ja. Auch leider nur Zeitexklusiv für die Wii U. Oh. Und dann auch nicht mit dem Original Bond, sondern mit Daniel Craig. Ja, heute gibt's gar nichts mehr, aber die GoldenEye-Lizenz, also das Spiel selber, das wurde dann so oft noch geportet und umgeändert. Ich glaube, der Höhepunkt war dann dieses komische Mischmasch-Spiel für die Wii U und damit ist das, glaube ich, auch gestorben. Die James-Bond-Spiele. Also seitdem, wie hieß es denn? Legends? James Bond 007 Legends oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte ein Quantum Trost für die PS3. Ich kann mich nicht erinnern, wie das Spiel war. Aber das war vor 10 Jahren war das der Shit. Wie GoldenEye für die Wii. Und man konnte es, glaube ich, auch mit den Classic Pro, Classic Controller spielen. Ja gut, PC passt. Wird ja besser passen als PS2. Damals noch exklusiv für die Wii. Und wer hat's entwickelt? Activision. Ja, alles gut. Our parents grew up with him. We grew up with him. Our kids and grandkids will grow up with Mickey Mouse. And now, this universally recognized and beloved character embarks on a new chapter to add to his legacy in a game exclusive to Wii. It's called Disney Epic Mickey, and it sets a new tone and a new direction for this world-renowned icon. Ladies and gentlemen, to give you all the details, please welcome Warren Spector, General Manager and Creative Director, Junction Point. Warren Spector. Damals hat er, glaube ich, auch an... Ach, komm schon, den Titel hatte ich gerade vor Augen. Deus Ex. Thanks, Reggie. Hat er ja auch dran gesessen. Adam and I are here to give you a first look at Disney Epic Mickey. Was ist dein Lieblingsspiel? Oh, musst du genauer beschreiben, was du genau meinst. Ich habe viele Lieblingsspiele, aber bei einer Collection von über 2000 Spielen muss ich auch. Ist schwierig. Übrigens, auch ein Spiel, was ich weder... Wobei, ich besitze es, glaube ich, für die Xbox One. Also Xbox 360 war irgendwann mal ein Games with Gold-Titel, aber... Ja, habe ich auch nie gespielt. It's what we call a quest zone, where you talk to characters, learn about quests,
buy tools and supplies. Here, for example, Adam is talking to Wasteland's version of Smee, learning what Mickey has to do to continue to make progress through the game, and also about an optional quest that he can do or not do later in the game. In Ventureland, in addition to Smee, you may recognize some other characters from the film Peter Pan, but a little changed, and some theme park locations, also a little different than you may remember. Das ist so cool, ey. Bei Mickey Mouse halt die Farbe rumwabert. Das war schon echt geil. Also, some of the diese Kleinigkeiten. Can be hard to spot. I mean, Wasteland is really full of forgotten stuff. But identifying it all is part of the fun. One thing is for sure, though. No one will have any trouble identifying our hero, Mickey Mouse. For decades, he's been one of the biggest movie stars in the world, a television celebrity. Constant presence at theme parks, friend and teacher to our kids. But for all the success he's achieved, it's always felt to me, at least, that he hasn't quite become the video game hero he deserves to be. If my team and I have our way, that is about to change. To take Mickey to new heights of video game success, we knew we couldn't just look back at Disney's history or Mickey's past triumphs. We had to allow Mickey to do things no other game character could do and offer players something they'd never seen before. Our key innovation lies in our core game mechanic, drawing and erasing, using Mickey's new ability to control the essence of his cartoon paint, cool. Paint and paint thinner. Using paint and thinner, the way Adam is here, ja, paint and thinner, also quasi Farbe und objects, walls, plants, even the ground. Or they can restore everything to beautiful Verdünner? Painted Nein. Glory. In other words, players can dynamically change the game world to save it. But ich weiß how gar each nicht. Player decides to Verdammt. Change the world makes a so klein. Difference. Or, as I like to put it, play style matters. How you change your world, how you interact with other characters, that changes how the world looks, of course, but also how characters treat you, what they tell you, what they don't tell you, and how each character's story ends. Do you solve problems by using the power of thinner to erase and remove obstacles? Or do you solve problems with the power of paint, the creative power? Do you use paint or cleverness to turn enemies into friends, or do you simply defeat them? Do you take time and use precious resources to solve everyone's individual problems, or do you focus exclusively on saving Wasteland from the enemies that would destroy it? These are just a few of the options available to players, each with its own rewards and its own costs. Weiß gar nicht, gibt's draußen im Chat jemanden, der Mickey Epic, Epic Mini gespielt hat? Egal ob jetzt ein Teil 1 oder 2. And the consequences of those choices. I believe the play style matters concept is the hallmark of modern game design. And the combination of Mickey Mouse and Nintendo means we can take that idea to a larger audience than ever before. Now that you've had a taste of a quest zone, let's check out another kind of map. Gut, dann bin ich ja Gott sei Dank nicht der Einzige. Disney Epic Mickey, a game that combines the best of adventure, platform, and role-playing games. There are places called action zones, where you'll engage in missions that can affect the way your story unfolds and change the lives of the characters you interact with. You'll have to visit the Disney Interactive Studios. Ja, aber der gute Warren to learn more about erzählt gerade sehr viel, aber gut, ist halt so. There's plenty more to see than we're showing you here. For now, let's watch as Adam jumps into a movie screen to enter our third location type. Also wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie es aufgebaut ist, dieses Epic Mini, ob das so aufgebaut ist wie Oberwelt und dann hast du diese 2D-Passagen zwischendrin oder ich weiß es echt nicht. Aber den Cartoon kenne ich noch aus Mickey Mania für den Super Nintendo. The cartoon that introduced Mickey to the world. There are many more cartoons that appear in the actual game. Habe ich euch auch mal vor Jahren gezeigt, Mickey Mania. Ach, das war auch so gut. To create a game featuring Mickey Mouse. It's the company's crown jewel. Not many people get the opportunity to work with a star of this magnitude, to be a part of an 80-year history of joy and und er war, also Warren Spector war so happy, als er das, glaube ich, das Angebot bekommen hat. Ey, du darfst ein Disney-Spiel machen. Was? Ich darf ein Disney-Spiel machen? We had to honor another aspect of Disney's history. Walt himself once said, it's kind of fun to do the impossible. Innovation has been part of Disney's culture and Nintendo's from the start. To take Mickey to the top of the video game world, we had to find a balance of heritage and innovation worthy of Disney and Nintendo.
Ich weiß gar nicht, hat Disney eigentlich auch mal versucht, Nintendo zu kaufen? Irgendwas gab es da doch auch mal, ne? Irgend so ein Gerücht. Aber experience paint and thinner for the very first time with our hero Mickey Mouse. Verdünner, das war's. Damn it. Ah, mir lag's auf der Zunge. Verdünner, Farbe und Verdünner. Aber ein Titel, der mich zumindest immer irgendwie interessiert hat, aber irgendwie also irgendein Teil habe ich auf der Xbox, das weiß ich. And by the way, if you want more insight on the thinking behind Disney Epic Mickey, you can find an exclusive interview with Warren conducted by our global president, Mr. Satoru Iwata, at e3.nintendo.com. Ja, hat er dann gefragt, was los ist. Keeping popular franchises fresh, behalte ein exklusiver Titel für die Wii. Inside Nintendo as well. In 1992, Mr. Iwata worked with a young developer named Masahiro Sakurai. Since that time, Mr. Sakurai has become famous in the gaming world for creating such diverse franchises as Smash Brothers and Kirby. Yeah. It would be hard to conjure up anything more soft and cuddly than Kirby. Das stimmt. And yet somehow, he's managed to work his way into the hearts of a lot of hardened gamers. They know Kirby's got game. And he hasn't had a starring role in a Nintendo home console in 7 years. So we decided it was time for a return engagement. But questions were raised. Should you be cut from the same cloth, stitched together from previous work? Hey, danke schön, Don't Cry Little Girl, für dein Abo. Geile Sache. It's been a yarn in a way that yarn has never been spun before. My friends, the answers are right here. Ja. Kirby's Epic Yarn. Aber kam das... War das nicht später? Krass, ey. War so süß. Übrigens, wenn man keine Wii hat, kann man es sich auch auf dem 3DS spielen. Ist quasi auch der letzte 3DS-Titel im Jahre 2019? Oder war es schon 18? Ich meine, es war 19. Mit ein paar Zusatz-Dingsies. Aber Epic Yarn, das ist einfach ein schönes Spiel, was man zu zweit spielen kann. Das ist echt cool. Und ich bin gerade überlegen, zwischen Epic Yarn und dem letzten Kirby-Titel, der letzte Kirby-Titel war eigentlich, glaube ich, auch ein DS-Titel. Das war quasi Mouse Attack. Was gab es noch für... Das war DS. Game Boy Advance gab es noch ein paar Kirby-Titel, aber so Konsole... Gab es einen Kirby? Ja gut, es gab Kirby's Air Ride für den GameCube. Wow. Wo auf der deutschen Packung draufsteht, beste Racing-Spiel des Jahres 2000 Zwieback. Getestet vom Mickey Mouse Magazin. Kann ich mich ganz genau noch erinnern. Aber Kirby's Epic Yarn. Ein geiler Plattformer für die Kleinen. The most obvious difference about Kirby's Epic Yarn. Kann man sich übrigens auch für die Wii U runterladen, wenn man eine hat. Aber ich glaube, ich empfehle da lieber die 3DS-Variante. Oder direkt die Wii. Aber das war cool, ey. Schön zum Weihnachtsgeschäft. Dazu haben wir auch, glaube ich, jede Menge Videos gemacht, wie Tine Wittler macht die Wohnung schön und so. Ah, und damals hatten wir noch keine Kamera. Gott sei Dank. It's become a phenomenon, selling 4.2 million copies there. This epic adventure with you helping to decide its path can make claims to being among the deepest and richest experiences ever launched on Nintendo DS. You could describe it just by the numbers. With 120 mini quests
and additional Wi-Fi mini quests, over 300 monsters, over 900 Wi-Fi mini quest, die alle nicht mehr da sind. Scheiße. Wenn das die Leute mitkriegen würden, dass die im Jahre 2020 nicht mehr verfügbar sind, ich glaube, da werden einige heulen. Oder mit den Schultern zucken. Neugierig. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man es nicht vielleicht noch mit den 3DS sich die Dinger runterladen kann. Ich habe auch einen Dragon Quest. Ich habe, glaube ich, zwei Dragon Quest Teile, aber ich weiß nicht welche. Müssen auf jeden Fall DS-Titel gewesen sein. The game will independently seek out other nearby players, quietly adding new characters and new maps. Nee, ich glaube den, nee, den nicht. Ich hatte andere Person auf dem Cover. Let me add this. Chico, maybe the top Dragon Quest fan in our treehouse, has now logged more than 140 game hours. And she feels like she's just getting started. Gamers new to the franchise can get involved at their own pace. But watch out, you'll get sucked in too. Dragon Quest IX, exclusive to Nintendo DS, arrives here in the US in just 26 days. And then, ja. On the last day of August, passionate players on Wii will experience a signature moment with an old friend. Verdammt, das ist 10 Jahre her. Stimmt, ja, da wurde es nochmal gezeigt und hey, es kommt im August raus. Und ich habe dazu auch, ich glaube, die erste Spielstunde, das war noch die Zeiten, wo es YouTube und Dailymotion, war das Dailymotion, gab, weil YouTube noch keine Stunde irgendwie hatte. Oh, da habe ich viel, ich habe so viel Videomaterial gemacht. Und wir haben es ja auch im Stream durchgespielt. In meinen Augen ein gutes Action-Adventure. Würde nicht Metroid draufstehen. Wäre es ein Metroid-Klon, also quasi Samus nur in Bleu oder anders, wäre es ein richtig geiles Action-Adventure gewesen. Und wenn man bedenkt, dass nach diesem Spiel, aber im lange Zeit erstmal nichts kam, bis irgendwann Samus Return kam. Dann schluckt man doch schon ein bisschen. Aber Samus Return war geiles 3D-Spiel. Na, aber man war da noch, da war noch alles okay mit Other M. Na, alle gedacht so, aber schon super. Okay, die sehen alle nicht begeistert aus. Ich muss aber auch zugeben, es ist, glaube ich, auch der zweite oder dritte Tag E3. Und halt früh morgens. So 9 Uhr, 10 Uhr war das, glaube ich. But Nintendo and Team Ninja also pushed the Metroid franchise down emotional corridors it's never traveled before. Samus returns when Metroid Other M for Wii arrives in stores on August 31st. Ich hab's damals zum Release gekauft. As you know, Retro Studios in Texas has produced some great Metroid titles. But when they said they were ready for something new, und machen jetzt noch Retro-Teile. One of the most treasured franchises in video game history. And to make it magic again. If you listen, you can hear it coming. Oh, das war so gut. Damn it, nochmal. Das haben viele abgefeiert, echt. Ich auch. Ich bin gerade überlegen, dazu haben wir, glaube ich, kein Video gemacht, meine ich. Aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Nee, doch, wir haben dazu ein Video gemacht. Genau das Level habe ich euch, glaube ich, auch gezeigt. Boah, good old memories, ey. Ja, schön, wenn man immer noch sagen kann, so, ja, hier, davon habe ich ein Video gemacht. Ach, und davon habe ich auch ein Video gemacht.
Oh Mann ey, was werde ich in 10 Jahren sagen? Sehr schön. Fand ich, ja, ist immer noch ein geiler Titel. Der 3DS-Port, den leider dann Monster Games gemacht hat, der war, glaub, grafisch technisch nicht so gut, aber war auch, konnte man sich auch angucken. Gab's dann auch, glaube ich, einen 5 schmalen Taler. Donkey Kong and GoldenEye, Kirby and Metroid. You might find your game memories sliding into the past. Haben sie auf jeden Fall das B-Team rausgeholt. It was Super Mario 64 that first moved us into fully rendered game worlds. It was the Wii Remote that got us up off the couch and into a new world of game control. Oh yeah. And today, as I mentioned at the outset, we're not just raising the bar, but we're making that bar extend far into the distance. 3D play on Nintendo 3DS is on the way. Ich glaube, das wurde vorher schon geleakt. Was, 3D? At CES this year, we started hearing a lot about 3D in your living room. Yeah. And of course, an initial investment there is going to run into the thousands. And then there's the fact that nearly there's nothing to watch yet or hat sich ja nicht durchgesetzt, Gott sei Dank. Netflix bietet auch kein 3D. It's the glasses. You know, man, those glasses. These glasses. And make no mistake, that kind of fashion forward statement doesn't come cheap. Don't be surprised to pay a hefty amount of money for those glasses. And that's for every person in the room. Yeah. Nobody said it was going to be easy. Well, no one but Nintendo. In fact, we think there's a better way. A solution that lets you take 3D along with you wherever you go. With ample game content available the first day on the market. And maybe, best of all, no glasses. No Glass. Das war denen ganz wichtig. Dieser, was ist das denn? Jetzt wird die Geschichte noch... Ach so, die Geschichte des 3Ds. Ja. Das Traurige ist ja, dass sich 3D so gar nicht durchgesetzt hat. Also es hat sich lang gehalten, aber... Ja. Naja, 2009. Und dann ging der ganze Quatsch los mit 3D. Also der einzige Moment, wo ich noch 3D gucke, ist wirklich nur noch Kino. Und wenn es geht, vermeide ich es. Ja, und zu dem Zeitpunkt wusste man auch nicht, Nintendo 3DS, was ist das eigentlich? Ist das jetzt ein neuer DS? Kann ich meinen alten DS behalten und weiter? Das hat Nintendo auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, also jetzt noch nicht so vermittelt. Aber da liegt ja schön die Schönheit. Schön in Türkis. Ein wunderschönes Gerät. Zu dem Zeitpunkt vor 10 Jahren, da habe ich genau Folgendes gedacht. Das ist meiner. Ich war da richtig heiß drauf, auf das Gerät. Mein Einstieg in die DS-Ära. Oh, Satoru Iwata. Nice to see you. I can't wait for you to try this. As you can see,
it has two screens, and the upper screen has 3.5-inch widescreen display. Yep. And yes, it will show you full 3D graphics without the need for special glasses. As you know, Nintendo produced first video game, first 3D video game, 15 years ago. And since then, 3D has been a constant consideration in our hardware planning. What we searched for was a way to make 3D games a reality, a product for mass market. And Nintendo 3DS is our answer. Let me schon einstecken, so muss meiner. Here on this part, we have installed a 3D depth slider to adjust the 3D effect. Wenn man bedenkt, dass in 10, ne, sagen wir einfach in 9 Jahren kein 3DS-Spiel mehr eine 3D-Funktionalität hat. Aber es war schon cool. We have also given a lot of thought to the screen itself. Because Nintendo 3DS is a successor to Nintendo DS. It naturally comes with a touch panel. Natürlich, wie jede DS-Familie. However, we realize that finger marks and other smudges. Ja, wenn man sieht, da sah das Circle Pad noch anders aus. So bläulich. In other words, a touch screen and 3D screen do not get along very well. Because of this, we decided to employ a touchscreen only on the bottom, just we did for Nintendo DS. And what makes the images so impactful is not just the 3D imaging, but the nature of the graphics. It's been 6 years since we launched Nintendo DS. So while we've now added 3D, we've also made improvement to the graphics capability of this hardware itself. Something tells me this alone might cause a lot of enthusiasm in the development community. Next, let's consider control. We've installed what we call the slide pad, designed for analoging. Ja, der sieht komplett anders aus jetzt. Krass. And a gyro sensor. I'm really hopeful that, just as with Nintendo DS and Wii, a number of new game ideas will be born to take advantage of these new control mechanisms. Of course, it has compatibility with Nintendo DSi. Nintendo 3DS has a camera too. But look here, there's not one, but two camera lenses on the But wait, outside. Where's more? What this means? Ja, 3D-Fotos konnte das Ding. Ich bin gerade überlegen, ob das dann noch der 2DS XL kann. Bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich glaube, der hatte nur noch eine Kamera hinten. Wenn er überhaupt noch eine Kamera hatte. Is a mass market device that lets you take and enjoy 3D digital pictures. Yep. You may want to try out this function at our booth. And I want to Willkommen zurück. One more aspect. Oh, eins kommt noch. Nintendo 3DS is also capable of displaying 3D Hollywood movies. We are not announcing any specific plans this week, but at our booth, you will find demonstrators showing you 3D movie trailers for releases from Disney, Warner Brothers and DreamWorks. You can see. Und ich glaube, die haben es nicht auf den 3DS, glaube ich, geschafft. Ich bin mir nicht sicher. Legend of the Guardians and the Disney's Tangled. Alle drei Filme nicht gesehen.
Heute noch nicht. Die sind 10 Jahre alt. Scheibenkleister. However, in the end, gamers care most about games. You may remember an announcement we made in January 2009, establishing a joint venture called Project Sora. Hat sich lang gehalten, Project Sora. Today, also, I can announce that Project Sora was actually established for one reason. To create a game designed specifically for Nintendo 3DS. We felt such a project deserved to feature a character who is already familiar to many of you, especially if you've been playing games for a long time. Ja. Nachdem er in Smash Bros. Ein gutes Revival hatte auf der Wii, hat man ihn dann zurückgeholt. Und verdammt, der Titel sieht immer noch gut aus. Oh. Bingo-Leitung. That's the miracle of flight. But I can only maintain it for 5 minutes. After that, your wings will burn up and you'll fall. The underworld army is attacking the town! We must protect them. Pit, prepare for land battle. Ja. Der Titel kam dann später, glaube ich, raus mit einer Stütze. Die ist, glaube ich. Ich habe sie nicht hier. Wie auch. 2010 habe ich sowas nicht. Aber der Titel kam dann raus wie mit... Ich habe immer das Gefühl, ich bin in meinem Zimmer. Das ist aber gar nicht wahr. Der Titel kam dann mit einer Stütze raus und war dann spielbar mit... entweder mit dem Circle Pad und dem Touchscreen oder mit den Knöpfen und dem Touchscreen. Ich habe den Titel, glaube ich... Ne, ich habe immer nur die ersten beiden Levels gespielt. Danach habe ich das Ding wieder beiseite gelegt, weil... Oh, meine Hände! Ja. Kid Icarus Uprising. Oh. Natürlich. Eggplan, da muss natürlich kommen. But of course, the only true way to appreciate the impact of Kid Icarus in 3D is to see for yourself. And we'll have 3D game trailer for you on the show floor beginning this afternoon. Ja, kann man sich ja nicht angucken. What in 2D. You'll notice is that when 3D effects are added. Genau, das hat dann noch ein paar Jährchen gedauert, bis das Spiel dann wirklich rauskam. Is not limited to the character themselves. In addition, aber das ist auch wieder so ein typisches Nintendo-Problem gewesen. Die kündigen was an und es kommt dann immer 2 Jahre später. Skyward Sword war, glaube ich, ähnlich. And therefore, you have much better. Na, wurde, glaube ich, letztes Jahr mal geteased, dann dieses Jahr Skyward Sword und Release ist es dann ein Jahr später. Das macht Nintendo leider öfters. Na gut, heute nicht mehr. Heute machen sie es mit einer Direct, kündigen ein Spiel an, was dann in 5 Monate später kommt. Haben vielleicht daraus gelernt. Oh, ganz wichtig. Which are also ready to respond. It will then automatically communicate with them without you knowing. War nicht linkshänderfreundlich, Moment. Nee. Ich meine, ich habe es auch mit den Buttons gespielt, war angenehmer. Communications were limited because if those owners started playing another game, the communication stopped. Nintendo 3DS works differently. The hardware itself
supports automatic communication regardless of what software is being played. Nintendo 3DS stimmt. Can also communicate using the internet through Wi-Fi access. Das fand ich eigentlich geil. Owners can navigate variable information without having to do anything proactively. Even when you are not near a Wi-Fi access point, you may discover that new stages, new quests, ghost data, and the new rankings have already been downloaded. Ist immer noch ein. Also ich weiß, worauf er hinaus will. Und ihr wisst ja, wie sehr ich dahinter stehe, hinter diesem Feature. Und ich es so traurig finde, dass die Switch das nicht mehr kann. Now, let me conclude today by returning the topic of games. Before Nintendo DS and Wii were launched, the majority of people in our industry cannot believe that these unprecedented ideas from Nintendo would work. So, in those cases, it was our job to build an install base, first by developing and marketing own first-party software. Very fortunately, the situation is different this time. We at Nintendo have launched many hardware systems. But in this case, I feel we will enjoy our biggest launch support ever from third party. Of course, internally, ja gut. Es ging dann auch irgendwann los, dass eine Konsole gelauncht worden ist mit mindestens 25 Spielen. Working on the 3D version of Nintendo, and you are going to find it contains some new visitors. Ja. Ankündigung Nintendo Dogs and Cats als Launch-Titel für ein neues System. Kann man ja machen, ist ja kein Problem. I like to spend more time introducing Nintendo 3DS software coming from third parties. Man wüsste, dass bis auf Nintendo Dogs and Cats nur noch ein paar Nintendo-Titel zum Launch kommen. Aber Hudson. Neben Konami, aber Hudson. Es gab ja auch ein richtig geiles ein Bomberman-Titel für den 3DS, der ja dann irgendwann eingestampft worden ist, leider. DJ Hero 3D kam nie raus. Kam auch nie raus, glaube ich, oder? Gut, ja, gab's. Yo. Hat aber auch verdammt lang gedauert, bis es dann rauskam. Jo. Leider nur den Snake Eater Teil. Aber hey, hat sich 2010 geil angefühlt. Aber ein DJ Hero 3D gab's trotzdem nicht. Activision. Seitdem mag ich die Leute auch nicht. And to conclude my section today, I'd like to have some of these developers themselves describe their reaction and their experiences on Nintendo 3DS. Thank you for your attention and please enjoy the show. Nee, aber da hat man jetzt das. Can I use expletives in a Nintendo media briefing? Brilliant. Was my first reaction. I saw some objects floating in the air and it actually made me want to look up, which I thought was really impressive. Ja, damals noch Capcom. Ein paar Jahre später ist er dann auch da gegangen. Na gut. Gab ja auch einen Mega Man-Titel für den 3DS. Ich glaube sogar einen Full-Nut-Titel, der ja dann auch eingestampft worden ist.
いや、眼鏡をかけなくて遊ぶっていうのは強いなって思います。やっぱりそこにこう奥行きが出たおかげで旗はなびいてないといけないし、メタルギアソリッドね。ゴティ。3Dで携帯するとどうなるかっていうのを今実験をしてます。ジャングルなんですよね。で、手前にものがあって奥にものがあって、その奥にもっていう。レジェンドイーブルのシリーズ。これは完全オリジナルです。ゲームとして War auch gar nicht mal so schlecht, das Revelations. Ich habe aber, glaube ich, auf der Gamescom auch nur Probe gezockt. Ich habe den auch, glaube ich, gar nicht. Aber ist dann leider nicht exklusiv 3DS gewesen, sondern wurde dann irgendwann später auch geportet. It allows us to have more precision in the controls of our character. Which opens up interesting combinations of gameplay. So I'm really glad that Nintendo is trying to push their online connectivity. The ability to capture 3D mm-hmm. content with the Nintendo 3DS's new camera is pretty awesome. Nintendo 3DS Game Die Kamera zu dem Zeitpunkt war auch klasse, das stimmt. Für ein Handheld. What could not be cooler than that? Who would not want to be a part of that future? Thank you, Mr. Iwata, and thanks as well to all of our development partners. Ja, wurden auf jeden Fall viele Titel angekündigt. Also es sah eigentlich gut aus für ein 3DS. Something for everyone, from Zelda to Mario, Kirby. Oh, gibt's jetzt schon ein Recap? Mickey to Dragon Quest, Golden Sun to Golden Eye, and Metroid to Kid Icarus. I hope you found something you're looking forward to. But we also talked about new experiences, and we believe nothing at E3 will deliver on that like Nintendo 3DS. Something you thought you knew perfectly well will now be perfectly transformed. What's added literally is a new dimension. All of you watching this on E3.Nintendo.com, please stay connected because we've got more news and additional content coming up momentarily that isn't available anywhere else. Mm-hmm. I wish we could all transport here to LA this week so that you could get your hands on Nintendo 3DS at our booth. And when you finally experience it, you'll understand. Unfortunately, there is no way to adequately represent the Nintendo 3DS experience on stage. So we decided to try and communicate it a very different way. Let's see how this works. Oh, der Trailer war so gut. Ja, heute ist der 3DS tot. Ja gut, okay, man muss aber auch überlegen. 10 Jahre. So ein Konsolenzyklus ist halt ein bisschen kurz, um ein Jahrzehnt zu überstehen. Oh Mann, ey. Konnichiwa. Konnichiwa. Ist immer noch gut. Oh, das Circle Pad, das hat die falsche Farbe. Was geht denn hier ab? Und dieses Lächeln oder so. Geil. Krass. Ich war abgeholt. Das stand fest. Oh
Oh Mann, ey. Man hört gar nichts mehr. Und die Nintendo Switch geht da genau in die gleiche Schiene. Ja, gut. Weg mit der Jacke. Ja, das Killer. Sollte das Killer-Feature werden vom 3DS. No glasses. Aber. Haben wir heute überhaupt noch 3D-Fernseher? Nö. Also, ich habe noch einen, aber der ist aus 2012. Zu der Zeit hatte ich noch einen alten Watson Röhrenfernseher. Man hatte ja nichts. So viel zum Thema Kriegszeiten. And the answer is yes. We're going to let all of you here in the Nokia Theater travel to that third dimension right here and right now. And that kind of travel probably calls for a tour guide. So we want to take this opportunity to introduce you. Jeder darf mal ausprobieren. Weil ich bin gerade überlegen, so von der Ferne sieht das aus, als wären das alle schwarze 3DS. Also war eigentlich schon bekannt, okay, es gibt einen blauen und einen schwarzen. Und da ist das Circle Pad auch noch einigermaßen richtig. Gut, schwarzes Circle Pad sieht auch nicht so gut aus. Our demonstrators are equipped with Nintendo 3DS devices. Ich weiß noch, damals hat der Mighty noch dazu noch Witze gemacht. Wie? Die sind jetzt hier und dürfen bei der Dame gerade spielen. Was ist das denn? Dürfen die Damen noch am besten mitnehmen? Und nein, nein, keine Panik. Naja, der kam 2011. Super, im Hintergrund wird gerade die Stage hochgefahren vom Nokia Theater, wo man unter anderem Skyward Sword spielen konnte. Das wusste ich noch. Die Bilder habe ich noch echt vor Augen. Also ich mit der Dame 3DS spielen, warum nicht? Ja, man sieht es jetzt auch, der wird extra hochgefahren. Also man durfte dann im Nokia Theater dann auch noch ein bisschen ausprobieren, das war auch sehr cool. Ich wünschte, ich wäre da gewesen. Since everyone isn't going to be able to hold the Nintendo 3DS here at the same time, so we're importing another element of our Nintendo booth right here to the Nokia Theater. In front of you here, rising from the floor, are multiple gameplay stations. Na, jetzt nennt er es sogar. Okay, das hatte ich mir vorgestellt. The first people ever to put the playable The Legend of Zelda Skyward Sword through its paces. So, enjoy your gameplay. There's no rush. The shuttles that will bus you to the next event won't begin leaving until 11 o'clock. Ja. For everyone, bis 11 Uhr, danach ist es Zapfenstreich. We trust that you'll agree that Nintendo has once again raised the bar. Thanks again. Have a great week. Enjoy Nintendo 3DS and please enjoy E3. Ja. Das war die Pressekonferenz. Ich finde einigermaßen okay, aber man hat damals schon nicht verstanden, was wollten die eigentlich? Yes, sehr schön. Ja, aber man wusste damals auch noch nicht so, also für mich war es eh klar, ich hatte damals noch keinen 3DS, beziehungsweise keinen DS. Das heißt, für mich war das Ding eh gekauft. Ich habe mir dann auch, glaube ich, vor dem Release noch günstig Pokémon Weiß oder Schwarz. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall einer dieser alten Pokémon-DS-Teile noch gekauft, bevor es dann richtig losging mit 3DS. Und das werden wir auch machen, aber ich muss erstmal hier. Ich habe hier ja nichts. Ne? Ich habe zwar hier mein Zukunfts-3DS hier. Wo übrigens das Circle Pad in der richtigen Farbe ist. Ne? Hier. Schön in Weiß. Oder Grau. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich muss jetzt erstmal wieder gucken, dass ich irgendwie in die Zukunft komme. Und das Ding ist natürlich erstmal aus. Toll. Also, wann hatte ich denn Kaffee aufgesetzt? 18 Uhr ist zu früh. Ich muss ja so. Also, ihr müsst ja Zeitreise sind immer kompliziert. Man muss jetzt genau so denken, wann man abgereist bin. Ich habe lange rumgetüttelt. Wobei, bevor. Ich kann ja mal überlegen. Gucken, legen wir mal hier über Seite. Ah, der gute Marmortisch, der hier liegt, ey. Der,
Übrigens, dieser Mammuttisch, der hier vorne liegt, den ihr nicht seht, der ist bei mir in 2020, ist der bei mir unten im Keller. Da sind meine Winterreifen drauf. Na gut. Das gute Ding wieder. 1933. Ja, dann ist der Kaffee kalt. Das wissen wir doch. 1933, ich hab doch einen Kaffee aufgesetzt. Leg eh wieder volle Möhre daneben. So. Es kann nur schief laufen. Aufgesetzt, finde den Fehler. Ja, das Problem, ich muss jetzt mal die Brille untermachen, weil irgendwie sehe ich mich selbst, weil die Brille nicht entspiegelt ist. Ist doof für eine Schutzbrille, wenn die nicht entspiegelt ist. Das Problem ist ja, ich muss ja jetzt so drehen, ich muss ja jetzt mir die Zeit raus, ich muss ja jetzt überlegen, welche Zeit nehme ich, damit ich mich selber nicht hier auf der Couch erwische, aber so gut, dass der Kaffee noch nicht kalt ist. Zeitreise at its best. Nee, eine Stunde 17, das heißt 18. Ich tippe einfach jetzt einfach mal ein. 18:20. 18:20, ja, könnte ich auch 19:33 nehmen. Dann kommen wir nicht in Interferenzen, aber den 20.06. 2020 um 20. Nee, 19, 18. Nee, doch, runter. Runter ist besser. 4, 5, 3, 4, 5, 14, 36. Scheiße, ich hab jetzt schon ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich glaube, ich werde mich so vertun. So, okay. Packt eure Nackenkissen steif, denn die braucht ihr. Wir sehen uns dann gleich im Jahre 2020 wieder. In dem Sinne, bis gleich. Oh. Okay, diesmal kein Afro angekommen. Oh nein. Okay, mein Nackenschutz ist weg. Warum bin ich hier gelandet? Warum bin ich nicht auf der Couch? Komisch. Wer bist du denn? Ja, ich bin du aus der Zukunft. Das sehe ich. Und ich frage dich nochmal. Wer bist du? Und welches Jahr haben wir? Wir haben das Jahr 1. 1 nach was? 1 in Corona.